Ja, ein herzliches Grüß Gott und willkommen, liebe HT1-Zuseher, hier in der Trachtenwichtelstube in Ed bei Lambach. Ja, Tracht, die steht heute wieder im Mittelpunkt und da vor allem entzückende Dirndln und Kesse-Lederhosen für Kinder und Jugendliche. Zunächst einmal vielen herzlichen Dank, Cornelia, wieder für die Einladung. Ja, diese junge Kollektion für die Burschen und für die Dirndln, die kommt ja wieder sehr stylisch und frech daher bei euch. Und ich denke, die passt perfekt für die Kinder, oder? Das stimmt. Gerade zur Erstkommunion und Firmung wird gern Tracht getragen. Ganz klassisch natürlich die klassischen Dirndln oder Lederhosen und Anzug, aber auch Teenie-Dirndln, die was ein bisschen moderner gemacht sind. Kommen wir mal ein bisschen auf den Partner-Look. Man weiß eben auch, die Kinder tragen gerne das, was die Mama und der Papa trägt. Und ihr habt ja da wirklich ein tolles Angebot auch für die Kinder und viele Trachten, Modelle für die Kinder, die man wirklich mit dem Partner-Look oder im Partner-Look mit den Großen tragen kann. Das stimmt. Es gibt sehr viele Dirndln, was eben die Mama genauso tragen kann wie das Kind, wo wir wirklich ganz genau abgestimmt haben. Ganz idente Oberteile und Röcke und alles Mögliche. Und natürlich bei den Herren ist es genauso, dass die Herren, also die Burschen und die Herren, genau gleich abgestimmt sind. Gleiche Gilets, gleiche Materialien. Das schaut halt perfekt aus, wenn die Familie in Einklang ist. Ja, apropos perfekt. Perfekt geht es dann gleich in Kürze weiter, nämlich mit festlicher Tracht für Kinder und Jugendliche, wie zum Beispiel eben für die Erstkommunion oder eben auch für die Firmung. Zunächst aber Interessantes, Informatives und Unterhaltsames aus der Region. Der Krösswank Gastro Contest, der einzige und größte österreichweite Wettbewerb für Tourismusschulen. 38 Teams der 10 wichtigsten Schulen haben sich dieses Jahr um das beste Gastro-Konzept gematcht. Konkrete Aufgaben waren, wie gesagt, ein Speisenkonzept zu entwickeln, das heißt, was gibt es zum Essen im Lokal, ein fertiges Getränkekonzept und auch die gesamte Ausstattung des Lokals, dass man sich wohlfühlt im Lokal. Also in Wahrheit haben die von null beginnend ein fertiges Restaurant konzipieren müssen. Krösswank organisiert das Ganze, weil es uns wichtig ist, dass die Schüler schon in der Schulzeit mit ganzheitlichen Gastronomiekonzepten beschäftigen. Die Teams hatten nur 15 Minuten Zeit, um die Fachjury von sich und ihrem Konzept zu überzeugen. Die Kriterien sind natürlich einerseits das Konzept, andererseits ist es stimmig, kann man es verwirklichen, hat es Chance in der Praxis sich zu bewähren und am Ende des Tages das Wichtigste für ein Konzept rechnet es sich zu investieren, dass am Ende des Tages auch das Konzept erfolgreich umgesetzt werden kann. Hut ab vor den ganzen Tourismusschulen. Das sind teilweise wirklich umsetzbare Konzepte, mit denen was man auch zu einer Bank für die Finanzierung gehen kann. Also man merkt, das Niveau der Tourismusschulen ist schon sehr hoch in Österreich. Ja. Was mich richtig beeindruckt hat, waren die Präsentationen. Also auf der einen Seite die Konzepte, aber was die multimediatechnisch machen, die Bildpräsentationen, die Kartendesigns, Wahnsinn. Also wie viel Energie und wie weit ist die da sind, auch vom Präsentieren her, ist wirklich super. Neben der Verleihung der Sonderpreise für das beste Speisenkonzept, das beste Getränkekonzept und den besten Finanzplan wurde natürlich auch der Gesamtsieger gekürt. Unsere Schule nimmt jetzt schon jahrelang am Gastro-Contest teil und auch natürlich die Lehrer haben gesagt, das ist ein super Konzept, das ihr da ausgedacht habt, gehen wir zum Gastro-Contest und nehmen das Projekt auf jeden Fall für unsere Diplomarbeit her. Sehr praktisch, ein sehr interessantes Thema zum Ausarbeiten und dann schauen wir, was die Zukunft bringt. Der Krösswank Gastro Contest, eine Win-Win-Situation für beide Seiten. Für die Schüler lohnt es sich, weil dass man nicht nur Theorie macht in der Schule, sondern das Ganze in der Praxis auch umsetzen kann, ist für mich das Wichtigste in einem Schulkonzept. Und für Krösswank lohnt es sich, damit auch Schüler, die normal vielleicht noch nicht mit einem Großhändler in Kontakt sind, sich jetzt schon ein bisschen beschäftigen, was macht denn der Krösswank so. Teilweise werden wir in die Speisenkonzepte mit eingebunden und wenn die in 10 Jahren mal in Entscheidungsfunktionen sind, werden die sicher Krösswank in guter Erinnerung haben. Trendig, funktionales Design und klassisch zeitlose Qualität aus Österreich. Vielfältige Wohlfühloasen für Ihr Wohnzimmer. Polstermöbel von Cedar. Die Oberösterreicherin. Das Magazin, in dem Gesellschaft zum Ereignis wird. Lesen Sie jetzt. Am Cover Unternehmerin Doris Strugel. Frühling in Mode, Trendy in Denim und Floral. Und erwischt, eine treue Testerin packt aus. Die Oberösterreicherin, jetzt im Zeitschriftenhandel.
An wichtigen Tagen im Leben eines Kindes, wie zum Beispiel die Erstkommunion oder auch die Firmung, spielt natürlich auch eine festliche Tracht, eine festliche Kleidung eine ganz große Rolle. Und da ist man natürlich auch bestens aufgehoben bei euch in der Trachtenwichtelstube. Genau, wir haben für die Anlässe natürlich auch was zum Anziehen für die Mädels. Die wollen auch einmal so gern Prinzessin sein und für das haben wir weiße Kleidung. Total hübsche Dirndln oder Kleider eben. Und für die Burschen gibt es dann auch festliche Anzüge mit weißen Gilets. Für die Erstkommunion genau passt. Wie sind das bei den Burschen? Werden da Lederhosen auch getragen? Sehr gern. Weil gerade unter die Kutten drunter, weil die Kinder es nachher wieder anziehen und dann können sie herumfetzen. Thema Kindermode. Man weiß, Kinder bewegen sich gerne und da spielt natürlich die Funktionalität und auch die Bequemlichkeit eine ganz große Rolle. Das heißt, wahrscheinlich darf das Dirndl und die Lederhosen nicht zwicken, oder, bei den Kindern? Auf keinen Fall. Also die Kinder, die möchten herumdörfen und wenn da das Dirndl zu eng war, das war gar nichts. Man kann gerne ein bisschen Aggressors nehmen, das darf man ein bisschen enger machen, vielleicht sogar, dass es gut passt und später kann man es wieder rauslassen und das haben wirklich länger haben sie eine Freude damit. Ja, dass Tracht auch bei den Teenagern im Trend liegt, das zeigt sich jährlich bei den verschiedensten Zeltfesten. Und welche Dirndln und Lederhosen da ausgetragen werden, ja, das gibt's in Kürze. Im Lorihof hat die Saison begonnen. Gemeinsam mit der Bezirksrundschau veranstaltete man die Biergala mit kulinarischen und kulturellen Höhepunkten. HT1 war als Medienpartner mitten im Geschehen. Ja, HT1 als Medienpartner funktioniert sehr gut. Es ist eine Freundschaft, die da über viele Jahre entstanden ist. Und es sind für uns natürlich die bewegten Bilder auch ein Thema als Zeitung. Auf meinem Bezirk.at haben wir auch die Plattform dafür, um bewegte Bilder zu transportieren. Und daher ist HT1 natürlich ein willkommener Partner für uns. Das ist für uns sehr wichtig, wenn wir da die Gelegenheit haben, beim Biermärz unsere Kunden einzuladen und ein sozusagen als kleines Dankeschön. Für HT1 ist das jetzt wirklich schon zu einem Brauchtum geworden. Also wir sind da immer wieder gern dabei, wir laden unsere Kunden ein und genießen wirklich einen Abend bei einer tollen Bierverkostung, bei einem tollen Essen und mit ganz netten Leuten. Die Kunden von HT1 waren nicht nur von der Biervielfalt und dem köstlichen Essen im Lorihof begeistert. Also die Zusammenarbeit kann ich nur höchstens loben. Also es ist wirklich eine tolle Zusammenarbeit. Wir sind sehr happy, weil ganz wurscht, was wir für Ideen haben, HT1 macht aber was draus. Und ja, ich kann mir es nicht besser vorstellen. HT1 ist bei uns ist ein wichtiger regionaler Partner. Wir arbeiten immer wieder zusammen, da gibt es ja mehrere Anbieter, aber HT1 ist da ein sehr, sehr guter Partner und es ist immer ein gutes Zusammenarbeiten. Also mit HT1 arbeiten wir schon die letzten Jahre immer wieder zusammen bei verschiedenen Veranstaltungen und ich muss sagen, wir sind da sehr zufrieden. Es passt eigentlich wunderbar, also sehr unkompliziertes Team und ja, passt wirklich sehr gut. Und die regionalen Fernsehstationen sind genauso wichtig wie die regionalen Zeitungen und ist ein Miteinander. Es passt absolut die Qualität und wenn man merkt, dass da Leute aus der Region unterwegs sind, die dann natürlich auch die perfekten Beiträge für die Region machen. Also darf ich auch weiterempfehlen, immer eine gute Zusammenarbeit, eine nette Zusammenarbeit und das ist in der Branche, glaube ich, immer sehr wichtig. Also wir haben mit HT1 sehr gute Erfahrungen, muss ich ehrlich sagen, ist ein toller Partner und seit Mauernburg, also seit es HT1 eigentlich gibt, haben wir eigentlich immer mit HT1 ja, unterwegs und dann sich viel präsentieren mit HT1, also muss ich auch sagen, danke. Dankbar waren die Besucher im Lorihof über die Biervielfalt des Innviertels, zumal der Gerstensaft vielfältige Anwendungsmöglichkeiten bietet. Da ich kein Biertrinker bin, aber trotzdem Bier anwende, also bei mir kommt das Bier in die Badewanne. Ganz ein gutes Bier gibt es vom Riederbier, das ist Honigbier. Das kommt bei mir in die Badewanne, ist gut für die Haut und das beste Naturprodukt. Endlich ist er da, der Frühling. Und in Kürze heißt es bei den Jugendlichen wieder, endlich sind sie da, nämlich die Zeltfesteln. Ja, und da wird wieder ordentlich aufmarschiert und aufgetanzt in zünftiger Tracht. Und die Teenies, die sind ja bei euch im Hause auch ganz gut aufgehoben. Genau so ist es. Wir haben natürlich auch für die Mädels, die Schüler sozusagen, auch günstige Dirndln. Nicht nur immer das Exklusive, sondern es gibt halt auch flotte Sachen und eine riesengroße Auswahl für die Teenies.
Was wird da für Tracht bevorzugt? Eher das tief dekoltierte Dirndl oder doch eher hochgeschlossen? Ich muss sagen, ganz verschieden. Also es ist wirklich je nach Geschmack. Darf es gerne mal vielleicht ein bisschen klassischer sein und ein bisschen mehr zu. Und wenn man es ein bisschen dekoltierter haben möchte, dann darf es ausgeschnittener sein. Also mit der Tracht sozusagen durch die Nacht im perfekt passenden Dirndl. Und wenn es einmal nicht so passt, glaube ich, kann man es bei euch im Hause passend machen. Genau, wir haben eine Änderungsschneiderei im Haus und alle unsere Dirndl, die werden natürlich an den Körper angeschneidert sozusagen. Und deswegen ist kein Problem, wenn es einmal nicht so passt, dann wird es passend gemacht. Das hört man gerne. Ja, und in Kürze tauchen wir in die wunderbare Welt der exklusiven Trachtenmode ein. Bleiben Sie dran. Machen wir Oberösterreich zu einem Land der Möglichkeiten, wo jede und jeder Chancen hat und sie nützen kann. Es liegt an uns. Neue Zeiten, neue Möglichkeiten. Der Landeshauptmann. Manche Momente. Moments, das Magazin für die schönsten Augenblicke. Neu, jetzt im Zeitschriftenhandel. Zum vierten Mal findet heuer die lange Nacht der Forschung im Bezirk Grieskirchen statt. Wie immer mit vielen interessanten Ausstellern. Forschung, Entwicklung ist das Thema schlechthin und wir haben tolle Betriebe, die unheimlich viele gute Produkte entwickeln. Einfach ein Aushängeschild und bei diesen Betrieben wird wirklich tolle Arbeit geleistet. Und es ist schön, dass sie die Türen und Tore öffnen. Und ich finde gerade heuer diesen Mix von Kleinbetrieb bis zum Großbetrieb und auch mit der HTL. Es ist wirklich ein guter Mix und man kann da, glaube ich, einen sehr, sehr schönen Abend und die Nacht verbringen. Ich glaube, bei der langen Nacht der Forschung ist besonders wichtig, dass alle Interessierten, die jungen Leute mit ihren Eltern begeistert werden können und dass da Verbindung geschaffen wird zwischen Betrieben, zukünftigen Arbeitskräften und so weiter. Also eine Win-Win-Situation herstellen, das war das Ziel. Wir sind heuer zum zweiten Mal mit dabei, das letzte Mal 2016. Und wir freuen uns auch heuer wieder im April am 13. Begeisterte Jugendliche, Kinder, aber auch generell Familien bei uns in der Produktion am Standort begrüßen zu dürfen. Es ist vor allem wichtig, dass man mal der Bevölkerung zeigt, was eigentlich alles möglich ist. Gerade am Kunststoff gibt es sehr viele Möglichkeiten. Es sind die Leute sehr neugierig drauf. Wir wollen denen spielerisch Dinge präsentieren, wo man sagt, man kann was angreifen, man kann was ergreifen. Und aus diesen Themen heraus sollen sich die Kinder mit der Technologie, aber auch mit unserer Landtechnik einfach auseinandersetzen können. Wir haben zwei Schwerpunkte. Der erste Schwerpunkt wird sein unser Testinstitut, natürlich mit unseren Vibrationserprobungen, Lebensdauerfestigkeitserprobungen. Wir haben uns da ein paar lustige Stationen überlegt, auch für Kinder interessant. Und das zweite wird sein, bei uns stellen insgesamt noch 8 Firmen aus. Davon sind 2 ganz junge Startups im technologischen Bereich und 6 etablierte Firmen aus Grieskirchen. Wir haben uns in diesem Jahr sehr stark der Virtualisierung gewidmet. Das heißt, Virtual Reality, VR, also mit Brille, mit HoloLens, mit 3D-Animationen. Das wollen wir ein bisschen zeigen, was wir da vorhaben, wie sowas funktionieren kann, was auch schon funktioniert. Und da haben wir ein paar Stationen vorbereitet. Die lange Nacht der Forschung, eine Veranstaltung, die man sich nicht entgehen lassen darf. Zeitdokument für Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka. Der Grieskirchener Altbürgermeister und Historiker überreichte Sobotka ein Buch über die Nazizeit in Grieskirchen. ÖVP-Bezirkssitzung mit Klubobmann August Wüginger. Neben politischen Themen standen die Ehrungen von Gerhard Schissel und Katharina Bruckbauer im Mittelpunkt. Frühjahrskonzert des Musikvereins St. Georgen. Trotz winterlichen Wetters begrüßten die Musiker und Besucher musikalisch den Frühling in Grieskirchen. Bessere Nahversorgung in Grieskirchen. Das Stadtmarketing freut sich über das neue Geschäft am Landlplatz.
Im Zentrum für Pflege und Gesundheit Lisa Kreuzmeier wird Kosmetik und Fußpflege angeboten. Osteraktion für Ghana. Die neue Sportmittelschule Everding spendete 900 Euro, um die Lebenssituation von Familien und Kindern in dem bitterarmen Land zu verbessern. Riesen-Osterei am Stadtplatz Everding. Schüler der Sport NMS dekorierten das Riesenei bei Eiseskälte und Schneetreiben. Im heimischen Kleiderschrank kann schon mal das eine oder andere Dirndl umgeräumt werden, um exklusive Trachtenmode standesgemäß zu beherbergen. Ja, und wenn es einmal exklusiv sein soll, dann ist man bei euch auch bestens aufgehoben, oder? Also wir haben ganz tolle exklusive Marken, wie jetzt Motorhof Meindl oder Sportheim und noch vieles mehr. Und die sind ja wirklich mit den Schnitten einzigartig und haben wirklich tolle Sachen. Ich habe ja gerade ein Meindl-Kostüm an. Wie schaut es denn da generell eben mit den Schnitten aus und vor allem auch mit den Farben? Also es ist so, dass Meindl zum Beispiel die heute ganz einzeln aussucht und die zusammenstellt. Also das ist wirklich mit Handarbeit auch verbunden. Und zum Beispiel das Kleid, was du jetzt auch hast, ist ein Stretch-Kleid, also super toll zum Tragen auch. Und beim Motorhof ist auch, man hat wirklich ganz wenige Farben und die kann man jedes Jahr wieder kombinieren. Also man kauft sich ein Stück dazu und kann es wieder mit den anderen Sachen, die was man schon daheim hat, kombinieren. Ja, also man sieht ein Teil und das kann man verschieden kombinieren. Ja, da kommt man doch viele Jahre aus. Ja, ob groß oder klein, hier in der Trachtenwichtelstube wird die ganze Familie von Kopf bis Fuß eingekleidet. Ich kann nur sagen, schauen Sie vorbei und genießen Sie die größte Vielfalt an Trachtenmode hier in der Trachtenwichtelstube in Ed bei Lambach. Ja, ich sage vielen herzlichen Dank für diesen wunderbaren, tollen Einblick in eure Trachtenwelt. Danke, dass wir haben da sein dürfen und ja, Ihnen wünsche ich jetzt noch viel Vergnügen mit unserer Sendung. Lampenfieber AD und zwar mit dem HT1 Kommunikationstraining. Durch ein individuelles Coaching von Trainer Günther Weiß erlernen die Teilnehmer hier in nur wenigen Stunden ganz neue Strategien im Umgang mit verschiedensten Situationen. Auch zahlreiche Braunauer Unternehmerinnen mit verschiedenen Anliegen nutzten dieses Angebot. Praxisorientierte Übungen wurden individuell trainiert und anschließend in gemeinsamer Runde analysiert. Also mir haben sehr gut gefallen die Rhetorikübungen als Vorbereitung, dass man runterkommt, dass man die Nervosität wegbringt und dass man sozusagen neudeutsch gechillt in ein Interview oder Vortrag oder irgendwas geht. Und dass ich die Standhaftigkeit, die mir ab und zu ein bisschen verloren geht bei meinen Auftritten, dass ich die beibehalte und dass ich eben zielsicher bin. Mit dem HT1 Kommunikationstraining die persönlichen Stolpersteine erfolgreich überwinden. Jetzt Wohnbauförderungstage in Ihren Hypo-Filialen Scherding und Ried. Vereinbaren Sie Ihr Beratungsgespräch. Hypo Oberösterreich. Wir schaffen Mehrwert. Mit Liebe zum Holz und zur Natur. Im Jahr 1750 wurde das Sägewerk und die damalige Mühle von der Familie Moser ins Leben gerufen. Seit 1972 bildet das Sägewerk alleine die Unternehmensschaft des rein familiären Betriebes in Uttendorf. Von der vielen Erfahrung, die über Jahrhunderte und über Generationen gesammelt wurde, profitiert nun die Familie Moser in Bezug auf die Bearbeitung der Materie und die zufriedene Kundschaft. Als mittelständisches Sägewerk hat sich das Unternehmen darauf spezialisiert, Holzlängen von 2 bis 16 Metern zu be- bzw. verarbeiten. Das dabei zu verarbeitende Rundholz kommt nur aus heimischen PFC-zertifizierten Wäldern, die nachhaltig genutzt werden. Im Jahr werden zwischen 15 und 18.000 Festmeter geschnitten. Vom Rundholzgewinnen aus dem Wald über die Verarbeitung der Materie bis hin zum Beispiel fertigen Terrassenbrett, der Diele für den Balkon oder dem fertigen Hochbeet kommt alles aus einer Hand. Im eigenen Holzmarkt führt der Betrieb vom Befestigungsmaterial über Farben, Lacke, Öle bis hin zu Leisten und Fußböden alles rund um Hauseinrichtung und Gestaltung. Auch auf die Belegschaft wird großen Wert gelegt.
10 sehr engagierte und professionell geschulte Mitarbeiter formen gemeinsam mit der Familie Moser ein tolles Team. Mit Liebe zum Holz und zur Natur, damals sowie heute. Sägewerk Moser in Uttendorf, www.moser-holz.at. Zukunftsweisende Veränderungen und Antworten für den ländlichen Raum von morgen brauchen kollektive Intelligenz und Ansätze für eine neue Wir-Kultur. Wie neue Formen des Wirs aussehen können und welche Auswirkungen dieser Megatrend auf Gesellschaft und Wirtschaft haben kann, darüber konnte man sich beim diesjährigen Euregio-Forum im Schloss Ranshofen informieren. Das Euregio-Forum dient den Mitgliedern der Insa Alzach Euregio und dem Regionalmanagement in Viertel Hausruck dazu, einen Blick über den eigenen Tellerrand hinaus zu riskieren und damit gleichzeitig auch die Chance für sich zu nutzen, in der eigenen Regionalentwicklung auf diese kommenden Trends sich einzustellen und darauf direkt Rücksicht zu nehmen. Ganz im Sinne des Kernanliegens dieser Veranstaltungsreihe referierte Kirsten Brühl, Trendforscherin am Horx Zukunftsinstitut Frankfurt, über spannende und neue Perspektiven der Region im Viertel Hausruck. Unter einer Wir-Kultur versteht man ganz verschiedene Sachen. Der wesentliche Punkt ist, dass die Wirs, so wie sie früher organisiert worden sind, von oben hierarchisch, wechseln zu einer Organisation bottom-up, das heißt von unten. Es gibt ganz verschiedene neue Arten von Kollaborationen, Kooperationen und so weiter. Und davon sehen wir immer mehr. Insofern entsteht eine neue Wir-Kultur, weil das Wir an sich gab es natürlich immer, aber das entsteht in einer neuen und anderen Form. In unserer Studie zur Wir-Kultur haben wir verschiedene Formen festgestellt, erforscht. Zum einen gibt es die klassischen Weltverbesserungs-Wirs. Das sind Menschen, die gründen neue eigene Dörfer und Städte mit einem neuen Lebensstil und so weiter. Das sind Menschen, die andere unterstützen wollen. Aber es gibt auch so das, was wir unter der Share Economy verstehen. Es gibt solche Effizienz-Wirs. Es gibt Plattformen, auf denen getauscht wird, auf denen gehandelt wird. Und das ist das Spannungsfeld, das natürlich entsteht. Das sind sehr unterschiedliche Wir-Konstruktionen. Und wir würden alles jetzt unter den Überbegriff Wir stellen, aber natürlich mit einer ganz unterschiedlichen Ausprägung. Eine tragfähige Wir-Kultur ist demnach ein wesentlicher Baustein in der Regionalentwicklung. Eine gelingende Wir-Kultur einfach die Basis ist oder das Boden aufbereiten für weitere Projekte. Und in unser aller Tun, gerade in der Regionalentwicklung, geht es wirklich immer um das Wir. Und wenn man eben gemeinsam was schafft, hat das eine ganz andere Tragfähigkeit. Der Aufbruch in eine neue Wir-Kultur, ein zentraler Faktor für die Gesellschaft am Land von morgen. Maximag dreht übersiedelt. Ab 9. April finden Sie uns im ehemaligen EKZ-Stadioncenter in der Riedauer Straße 37 in Ried. Volles Sortiment, volle Auswahl, volles Einkaufsvergnügen. Wir freuen uns auf Ihren Besuch im EKZ-Stadioncenter. Maximag ist entstanden. Das Frauenhaus Innviertel machte mit einer Benefizveranstaltung im Rieder Sparkassen Stadtsaal auf das Tabuthema häusliche Gewalt aufmerksam. Also im Oberösterreich gibt es 5 Frauenhäuser, das ist Wörs, Linz, Steyr, Vöcklabruck und eben Innviertel, und wir sind eben für Riedbraun und Schärding zuständig, und die Auslastung ist 2017 bei 81% gelegen. Derzeit sind im Innviertler Frauenhaus alle Plätze belegt. Der Schritt in diese Obhut fällt den Frauen sicher nicht leicht. Da steht ein extremer Druck dahinter. Sie müssen vor allem auf eigene Füße stehen. Es arbeitet bei einer was aus, es arbeitet bei den Kindern was aus. Also das ist schon eine ziemlich anstrengende Situation für die Frauen. Und manchmal brauchen sie auch wirklich mehrere Anläufe. Mit der Konzertlesung Zauberflöte machte man auf die Problematik aufmerksam und sammelte Gelder für betroffene Frauen und Kinder. Es ist natürlich die Anonymität, gerade was das Frauenhaus betrifft, sehr wichtig, damit man die Frauen auch schützt und damit man sie keiner Gefahr aussetzt. Aber so eine Veranstaltung kann natürlich gerade auf diese Institution sehr hinweisen und sehr gut auch sozusagen Informationen geben. Der Erlös aus dieser Veranstaltung kommt eben den Frauen und Kindern zugute. Also dass man dann vielleicht manche Dinge möglich macht, was in
normalen Budget nicht drinnen ist. Der Stadtsaal war voll und Mozarts Zauberflöte begeisterte das Publikum. Es ist ja auch da ein Geschlechterkampf bei der Zauberflöte festzustellen. Gut und Böse wird in mannigfaltiger Weise halt kämpft da gegeneinander, kann man sagen. Vor allem aber sind die Melodien zeitlos und dank des Sprechers kann man dem Stück perfekt folgen. Weil sie brauchen kein Textheft lesen und gar nichts, sondern der Sprecher ist sicher so verständlich, dass die ganze Geschichte mitgelangt. Wir haben so ein lustiges Ereignis gehabt und so einen wirklich opernaffinen Menschen, der gesagt hat, hey, jetzt habe ich das erste Mal alles verstanden. Während es in der Zauberflöte ein Happy End gibt, ist das im normalen Leben leider nicht immer so. Es ist so, dass die Frauen kommen, wenn schon ziemlich viel passiert ist. Und mein Rat ist, dass man einfach wirklich bei den klärendsten Anzeichen sich mal meldet, auch telefonisch sich meldet. Man kann da ambulante Beratungen machen, die machen wir auch kostenlos. Heißt nicht, dass man einziehen muss, ja. Aber man kann sich einfach einmal informieren. Wenn es um die Etikette Tracht geht, sind Sie in der Trachtenwichtelstube in Ed bei Lambach bestens beraten. 20 Jahre Wichtelstube, 20 Jahre persönliches Bemühen um jeden Kunden und jede Menge Modenschauen, das hat sich gelohnt. Die Wichtelstube zeigt Tracht immer wieder neu, vom Traditionellen bis hin zum Aktuellen. Uns ist wichtig bei unserem Modeschauen, dass wir immer das Neueste zeigen und auch die schönsten und neuesten Farben zeigen. Aber natürlich, Tracht ist bodenständig, aber bei unserer Modeschau ist immer was Neues zum Entdecken dabei. Genießen Sie die Modenschau, denn farbenfroh und bunt geht es in den Frühling. Raffinierte Zweiteiler, schlichte Dirndln, schöne Kleider mit Gürteln und fescher Schmuck. So wird Ihre Tracht zum persönlichen Hingucker. Vor 19 oder 20 Jahren hat es tatsächlich die erste Modenschau der Wichtelstube gegeben. Also wir haben diese gesamte Entwicklung mit begleitet und ich durfte die von Anfang an moderieren. Natürlich ist die Ware auch exzellent. Es sind internationale und vor allem nationale Trachtenhersteller, die führenden der Branche. Die sind alle im Sortiment. Aber was halt so oft den feinen Unterschied ausmacht, das ist die Sympathie, das ist das Menschliche und das zeichnet die Wichtelstube aus. Modische Teile frech kombiniert, Lederhosen und Co. für Jung und Junggebliebene. Der klassische Janker ist aus Loden, doch fesche Strickjanker trägt man genauso gern. Brauchst du ein neues Gewandel, dann tu nicht lang um. Nimm dein Mandel beim Handel vor in die Wichtelstumm. Ich gehe schon, glaube ich, 20 Jahre dort einkaufen. Und es ist immer wieder ein Erlebnis, wenn man da hineingeht. Ich finde es super, dass es ein Familienbetrieb ist und ich kenne schon ganz klar eigentlich, wie es in Stadlbauer das noch gehabt haben. Ich bin dort noch nie rausgegangen, ohne irgendwas gefunden zu haben, was mir gefällt und was ich gern trage. Gute Qualität erkennt man an der Bassform. Tracht muss perfekt sitzen. Trau dich in Tracht. In der eigenen Abteilung für Braut und Bräutigam finden Sie in der Wichtelstube die größte Auswahl an Hochzeitstrachtenmode in Österreich und für die ganze Gesellschaft gleich dazu. 20 Jahre Trachtenwichtelstube in Ed bei Lambach steht für kompetente Fachberatung sowie Wohlfühlen in rustikalen Ambiente mit Gemütlichkeit. Weberzeile unterstützt die Klinik-Lounge. Mit einer Spende leistet das Einkaufszentrum einen Beitrag zur Lachtherapie der Klinik-Lounge im Krankenhaus in Ried. Ganz Scherding im Strickfieber. Jung und Alt machen mit beim Urban Knitting. Mit farbenfroher Strickkunst will man die Altstadt noch mehr verschönern. Aufbruch in die neue Wir-Kultur. Bei der Euregio-Generalversammlung in Ranshofen präsentierte das Regionalmanagement die Aktivitäten für das Jahr 2018. Scherding setzt Asylwerber sinnvoll ein. In unterschiedlichen Bereichen setzt die Stadt auf Asylwerber. 25 Flüchtlinge leisteten rund 1200 Arbeitsstunden. Damit ist Scherding die Gemeinde im Bezirk, die die meisten Asylwerber beschäftigt. Landspinnerei St. Egidi zeigt neue Perspektiven. Beim Agenda 21 Modellprojekt Leben und Arbeiten am Land will man die Attraktivität im ländlichen Raum stärken. Bronze für Markus Reifinger in Madrid. Bei der Masters Hallen-Europameisterschaft erreichte Reifinger mit dem Team Österreich den dritten Platz.
Positives Regionales im Fernsehen. Täglich um 17 und 21 Uhr auf Satellit LT1 Oberösterreich.